Patientin. Ich schlage vor, dass wir am Ende vom diagnostischen Block Fragen stellen lassen. Dann sehen wir dann, wie das Zeitmanagement auch läuft. Als nächste Referentin darf ich Esther Ammann vorstellen. Sie wurde zur operativen Gynäkologin und Senologin am Kantonsspital Winterthur und am Universitätsspital Bern ausgebildet. Zuletzt arbeitete sie in Winterthur als leitende Ärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe und als Brustchirurgin am Brustzentrum des KSW. Seit diesem Jahr ist sie am Brustzentrum Zürich tätig. Der Referat ihres Titels Technik und Wertigkeit der Axillasonographie. Bitte es. Danke schön für die Einführung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, mit Ihnen heute über die Technik und Wertigkeit der Axillasonographie sprechen zu dürfen. Kurz zur Anatomie der Lymphknoten. Sie sind in der Regel klein, bohnenförmig, von 1 mm Größe bis 1 bis 2 cm. Sie haben eine Filterwirkung, enthalten B, T und andere Immunzellen. Sie sehen hier eine kleine Skizze aufgeführt. Wir sehen die afferenten Gefäße, wie sie in den Lymphknoten hineinlaufen. Aufgebaut bestehen sie aus Cortex, Paracortex und Mark. Nächste Folie. Pathophysiologisch zeigen die Lymphknoten bei einer Metastasierung, dass der maligne Prozess eher im peripheren Bereich der Lymphknoten stattfindet, was zu einer Rindenverbreiterung und Zerstörung der Architektur führt. Kurz zur Anatomie der Axilla. Ich denke, das ist den meisten von Ihnen ja ohnehin geläufig. Leitstrukturen in der Axilla sind einerseits die Gefäße Vena Arteria Axillaris und die pektoralen Muskulatur. Das Level 1 der Lymphknoten sind die Lymphknoten seitlich des lateralen Randes, des Musculus pectoralis minor. Die mittlere Axilla, das Level 2, sind die Lymphknoten zwischen dem medialen und dem lateralen Rand des Musculus pectoralis minor. Das schließt auch die Rotterlymphknoten zwischen den Pectoralis-Muskeln ein. Und das apikale Anteil der axillären Lymphknoten ist medial des medialen Randes des Musculus pectoralis minor und schließt ein die Subclavia und infraklavikuläre Region. Die Axilla-Diagnostik besteht aus einer Triple-Diagnostik. Das ist einerseits die Palpation, die Sonographie und die ultraschallgesteuerte Punktion, sei es die FNP oder die Stanzbiopsie, wie am Brustzentrum, führen in der Regel die Stanzbiopsie durch. Die Sonographie kann das operative Staging, also die Sentinel-Lymphknotenbiopsie bezüglich der Sensitivität und Spezifität nicht ersetzen. Was sind denn Indikationen zur Axillasonographie? Ich denke, es ist klar bei einem Palpationsbefund der Axilla, dass wir ultrasonografisch schauen, wie sieht das da aus. Es gehört dazu bei Erstdiagnose eines Mammakarzinoms. Etwa 30% der Patienten ohne axillären Tastbefund haben dann in der Sonographie einen axillären Befall und davon haben gar 5-10% einen ausgedehnten Befall. Wichtig ist es bei der Verlaufsbeobachtung unter der neoadjuvanten Chemotherapie bei Axillabefall. Da hat es auch wirklich eine therapeutische Konsequenz innerhalb des Verlaufs der Therapie. Also wenn wir sehen, mit der Chemotherapie oder mit Abschluss der Chemotherapie, dass dort kein Befall mehr ist, dass wir gar auf die axilläre Lymphnodektomie verzichten können. In der Tumornachsorge ist es wichtig, die Axilla gehört zur lokoregionären ist lokoregionär mit der Brust verbunden. Dort möchten wir möglichst früh, falls dort wieder was ist, das auch feststellen. Die Routine bei jeder Mammasonographie, da kann man vielleicht auch ein kleines Fragezeichen dahinter machen. Es ist gemäß den S3-Leitlinien Empfehlungsgrad A, aber man muss sich der Konsequenzen bewusst sein, falls wir in Axilla etwas finden bei beidseits unauffälligen Brüsten, dass wir vielleicht auch Befunde sehen, die wir dann kontrollieren und die Patientin nochmal aufbieten und dass letztendlich vielleicht da gar nichts drin war in der Achselhöhle und die Patientin dann gar biopsiert wird. Kurz, wo schauen wir nach den axillären Lymphknoten, die für den Lymphabfluss der Brust zuständig sind? Wir sollen darauf achten, dass das Dorsal der Fascia axillaris ist. Hier sehen Sie einen für, denke ich, alle unauffällig erscheinenden Lymphknoten. Er ist schön länglich, die Rinde ist klein, der Hilus ist ausgefüllt.
was sind denn jetzt die sonomorphologischen Charakteristika? Und da muss ich gerade vorwegschicken, dass sichere Kriterien zur Unterscheidung einer benignen versus malignen Lymphknotenvergrößerung, dass es die eigentlich nicht gibt. Dieser Lymphknoten, werden Sie wahrscheinlich auch mit mir einer Meinung sein, sieht suspekt aus. Versuchen das mal noch ein bisschen genauer anzuschauen. Es gibt einerseits natürlich die Größe eines Lymphknotens und hier ist es insbesondere wichtig, dass wir uns anschauen, den Längsdurchmesser zum Querdurchmesser. Wenn also ein Lymphknoten nach und nach rund wird und seine Struktur verliert, diese so ein bisschen nodulär wird, das kann auffällig sein. Und was wir auch heranziehen müssen, ist, wie sich die Rinde im Verhältnis zum Mark verändert. Und hier anhand einer Rockkurve sehen Sie, dass die Kombination von der Form des Lymphknotens mit der Dicke des Kortex eigentlich das ist, womit wir die besten Resultate haben. Das sehen Sie anhand der ganz oberen Kurve, die gestrichelt ist. Und so können wir uns jetzt nochmal diesen Lymphknoten anschauen. Aha, okay, wir sehen, das Verhältnis von Länge zu Breite hat sich dort schon verändert. Der Lymphknoten erscheint runder und wir sehen, dass eigentlich das Mark praktisch aufgebraucht ist. Kann denn das Ausmaß des axillären Befalls präoperativ abgeschätzt werden? Hier wird verglichen in dieser Studie von Moore, korreliert, was wir in der Axillasonographie gesehen haben, zu dem, was wir dann tatsächlich im endgültigen Axillastaging gesehen haben. Da kann man sagen, eine negative Sonographie oder eine normale Zytologie bringt in der Regel einen negativen oder einen minimalen Befall im Sentinel. Wenn wir kortikale Veränderungen haben, was ja das häufigste ist, wenn wir den Ultraschall machen, dann haben wir höchstens einen leichten Lymphknotenbefall von 1 bis 3 Lymphknoten und eindeutige Ultraschallveränderungen zeigen dann im endgültigen Axillastaging auch, dass wir eine fortgeschrittene axilläre Metastasierung haben. So können wir sagen, der Ultraschall allein, oder das sagt diese Arbeit, ich habe da noch einen kleinen Punkt dazu, Ultraschall allein, eine Sensitivität von 81%, Spezifität von 69%, wenn wir eine FNP dazu machen, erreichen Sie in dieser Studie eine Sensitivität von 82% und eine Spezifität von gar 100%, was wir auch so mit einem Fragezeichen anschauen wollen, weil dann müssen wirklich alle diese FNPs auch tatsächlich konklusiv sein mit Lymphzellen und wir führen da eher die Stammsbiopsie durch. Zur Wertigkeit der axillären Sonographie. Bei einem axillären Befall werden wir der Patientin einem Staging zuführen auf eine Fernmetastasierung. Es hat eine klare Konsequenz, ob wir eine adjuvante versus eine neoadjuvanten Therapie durchführen. Die Operationsplanung ist relevant. Machen wir bei jemandem eine Sentinel-Lymphonodektomie oder eine axilläre Lymphonodektomie? Und bei der Bestrahlungsplanung ist es insbesondere wichtig bei Patientinnen, die unter neoadjuvanter Therapie eine vollständige, also dass sie komplette Remission haben in der Achselhöhle, wo wir dann trotzdem sagen, okay, die Patientin hatte bei Erstdiagnose einen Befall axillär, dieser Patientin muss trotzdem einer Radiotherapie des Lymphabflusses zugeführt werden. Der Lymphknotenbefall ist weiterhin ein wichtiger Prognosefaktor, vielleicht vor ein paar Jahren hätten wir gesagt, es ist der wichtigste, das wurde jetzt abgelöst zugunsten der biologischen Faktoren, die da relevanter sind. Die Anzahl der befallenen Lymphknoten korreliert mit dem Rezidiv und Überlebensrisiko. Auch da sind Sachen im Tun mit dem Tumorbiologie. Jetzt noch kurz eine Sache, auf die ich eingehen möchte. Es hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden bezüglich der Wertigkeit der Axillasonographie, bezüglich des operativen Vorgehens in der Axilla seit Z011. Ich zeige Ihnen hier einen Algorithmus von uns, wie wir ihn am Brustzentrum verwenden. Das sind aber nicht Daten, die von uns erfunden wurden, sondern das wird international wird das so gehandhabt. Und zwar möchte ich Sie bitten, dass Sie so in der Mitte vor allen Dingen nach unten schauen. So geht es, dass wir bei einem histologisch nachgewiesenen Mammakarzinom die Axillasonographie durchführen. Und hier ist es wichtig, wenn wir dort eine negative Axilla haben, aber insbesondere eine leicht positive Axilla. Eine leicht positive Axilla mit leichten Veränderungen haben, seien es 1 bis 2 Lymphknoten. Und die Z011-Kriterien erfüllt sind, wie Sie sie da an der Seite sehen, dass wir diese Patienten trotzdem der Sentinel-Node-Biopsie zuführen und dort nicht die axilläre Lymphonodektomie mehr indiziert ist. Als Fazit möchte ich abschließen, dass die Diagnostik der Axilla
mittels Sonographie wichtig ist. Es gibt kein morphologisches Kriterium, was sicher zwischen maligne und benigne unterscheiden lässt. Die ultraschallgesteuerte Punktion sollte möglichst mittels Stanzbiopsie durchgeführt werden. Ganz wichtig ist, dass die Unterscheidung zwischen einer unauffälligen Axilla, einem leichten und einem schweren Lymphknotenbefall ist. Also was wir nicht verpassen würden, wenn wir immer weniger Chirurgie machen in der Achselhöhle, ist, dass wir eine schwer befallene Axilla anfangen zu behandeln und dann nur den Sentinel rausnehmen und aber Lymphknoten bis weit nach oben da waren bei Erstdiagnose. Und seit Z011 hat sich etabliert, dass bei bis zu 2 befallenen Lymphknoten die alleinige Sentinel-Lymphknotenbiopsie durchgeführt wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.